Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, ich bin hier gerade so ungefähr 20 Minuten AFK gewesen und habe hier ein paar Monster spawnen lassen und wir sehen jetzt mal nach unten 164, wenn es so stimmt. Ja, ich dachte, wir können sie mal probieren. Und je nachdem... Ach, die Scheiße. Hören wir dann auch was. Nee, ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen hier von drüben, von der Baustelle weg und versuche mal hier mal ein bisschen weiter, what the fuck, zu kommen. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ja gut, wenn ich eh schon hier drüben bin und dann noch essen gehe dabei, dann lassen wir das einfach mal laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bräuchte eine Instant Damage Potion, das wäre ist das Beste. Das heißt, ich verwende einfach mal mein Schwert, beziehungsweise nicht das Schwert, sondern ich probiere es mal mit. Fuck, wir hätten echt Instant Damage Potions machen sollen. Ah, habe ich wieder nicht dran gedacht. Naja, dann muss es jetzt so gehen. Ich weiß blöderweise auch nicht, wo die beste Standposition ist zum Töten. Es gibt irgendwie so eine Möglichkeit, da tötest du ganz schnell. Aber es scheint ja nicht so der Fall zu sein. Ach du Scheiße, es wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich mache hier mal ein bisschen Progress und dann sehen wir uns, wenn ich ja, entweder ein paar weg habe oder Level 30 bin. Bis gleich. Da sind wir wieder nach diesem kurzen Speedlauf und ihr seht, wir sind Level 30, aber wir haben immer noch gute 70 hier drin. Das heißt, wir werden das Ganze einfach so machen. Zack. Dann sind wir die alle los. Und ja, wir sind Level 30 und ich würde sagen, das ergibt wiederum für uns einen Enchant. Alter, was haben wir für einen Haufen Rare Drops bekommen? Eisen, Eisenschwert, noch ein Eisenschwert, ein Helm. Alter, wie geil. Zwei Schaufeln und einen Haufen Fleisch. Alter, ist ja mal richtig fett hier. Mal richtig krass abgeräumt hier. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück. Enchanten was? Was genau weiß ich noch nicht. Vielleicht könnten wir es mal probieren mit Schuhe. Hm, schauen wir mal. Und dann kommen wir hier mit ein bisschen Redstone zurück. Und machen das Ganze ein bisschen automatischer. Und vor allem, wir nehmen uns eine Damage Potion mit. Nicht nur eine, besser gesagt. Fürs nächste Mal dann. Das ist ganz wichtig. Also, bis drüben beim Enchanting-Raum. So, und zurück bei der Station, wo wir unsere Sachen enchanten können. Ist jetzt die Frage, was werden wir denn enchanten? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin aber dafür, dass wir vielleicht sogar das Diamantschwert das mal enchanten. Denn ich möchte demnächst mal wieder caven gehen und da brauche ich ein gescheites Schwert. Von dem her hoffen wir auf das Beste. Sharpness 4, Knockback 2 ist okay. Oh oh, wir haben ein kleines Problem. ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass wir gar keine Melonen haben? Hm? Mir nehme ich jetzt gerade eben wieder. Das heißt, wir können keine Instant Health Potion machen und somit keine Instant Damage Potions. Was relativ scheiße ist, wenn ich das mal so anbringen darf. Jetzt weiß ich nur nicht. Bringt es denn was, wenn man... Einen Moment, kurz spicken. Instant-Krafttränke braut. Also die mit dem Blaze-Zeug da. Und die dann quasi umswitcht. Statt Instant-Kraft, Instant-Schwäche. Aber ich schätze mal, das bringt den Zombies auch nichts, oder? Also das Einzige, was ich weiß, dass es halt eben Instant-Kraft... Instant-Heilung
so, also Instant Health, sofort zu Instant Damage umgewandelt wird und das halt dann was bringt. Dafür brauchen wir aber wie gesagt Melonen. Haben wir aber noch nicht. Was echt scheiße ist. Wir bräuchten eigentlich nur eine einzige Melone. Dann hätten wir es. Dann können wir eine Farm draus machen. Was wohl oder übel heißt, dass wir... Wir haben doch TNT, oder? Oder wir haben zumindest einen Gunpowder. Verwenden wir doch mal... Wir brauchen zwei dafür, gell? Ich bin der Meinung, wir machen noch mal ein bisschen X-Ray... X-Ray, was auch immer. Das heißt, wir bauen uns zwei TNTs. Oder geht's auch mit Glowstone, glaube ich, aber... Ja, TNT, wurscht, oder? Schauen mal, ob wir irgendwo so Abandoned Mineshafts finden und dann könnten wir die mal bei der nächsten Folge vielleicht mal ein bisschen durchforsten oder vielleicht sogar noch diese Folge, denn wir brauchen ganz dringend Melonen. So, und da bin ich wieder und ich habe mir zwei TNT gemacht und jetzt möchte ich euch das Ganze mal zeigen. Ich habe mir gedacht, das erste Mal schauen wir mal hier und dann werde ich euch jetzt auch gleich mal zeigen, wie man sowas am einfachsten macht. Ich bin mir zwar sicher, dass das schon viele, viele kennen, aber trotzdem zeige ich euch das mal ganz leicht. TNT daher. Dann brauchen wir noch einen Hebel. Wir brauchen einen Hebel. Ach. Silk Touch Spitzhacke ist nicht immer vom Vorteil. Wir brauchen einen Cobblestone. Fuck, muss ich jetzt echt wegen Cobblestone da hoch? Könnten es mal probieren mit einer Axt, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Schaut sehr schlecht aus. So lange wie das dauert, da kommt nichts raus, wetten. God damn it. So, Hebel ist gecraftet, Hebel dahin. Man stellt sich rein, switcht den Hebel um. Dann kann man hier noch einen Block dran setzen und dann sieht man schon mal wieder viel mehr. Und hier können wir gleich mal von oben anschauen. Hier ist unsere Slimefarm. Hier sehen wir nochmal so einen kleinen Zwischenständer. Und leider sehen wir jetzt dadurch, dass wir ein bisschen erhoben sind und das Wasser da ist. Das habe ich mir zwar schon gedacht, dass das ein Problem wird. Aber hier sehen wir zum Beispiel eine Mine. Aber wir sehen kein Abandoned Mineshaft. Zumindest nicht hier. Dann werden wir es mal noch da drüben in der Wüste probieren und ja, so lange probieren, bis wir was ernten. So, und den zweiten Versuch starten wir hier. Und hier sehen wir schon, muss ich mich gleich mal anders hinsetzen, dass wir hier... Wow, fuck, das war die Maus. Nein, meine schöne Maus. Dass wir hier einiges an Höhlensysteme haben. Und hier noch was Fettes nicht ausgeleuchtet haben. Da hinten ist eine fette Creeper-Party, soweit ich das hier erkennen kann. Aber nach Abandoned Mineshafts schaut es hier leider auch nicht aus. So, und einen weiteren Versuch möchte ich hier vor unserem Haus starten. Diesmal in eine andere Richtung gepointet. Sieht nach wie vor sehr schlecht für uns aus. Oder? Nee, 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 nee. Erstens, was sehe ich denn hier? Das sieht für mich nach einem Spawner aus. Und da hinten sieht es für mich nach... Ups. Scheiße. Nochmal kurz zurückfahren. Beziehungsweise wir bauen das Ganze gleich mal um. So, 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 so. Spinnenfaden brauchen wir nicht. Zack. Das gehört da nicht hin. So geht's nicht, weil wir das Zeug... Ah, Mann, was mache ich denn jetzt gerade da? Nee! Ich hab den Bugfail gemacht. Scheißendreck. Ich wusste schon, dass es den Fail oder den Bug gibt. Wenn man mit Silk Touch TNT abbaut, bekommt man es nicht wieder. Warum auch immer. Ah, scheißen Dreck, Mann. Ja, ich weiß, dass ich Drecke Kacke gemacht habe. Wir können es mal mit Half-Steps noch probieren. Vielleicht geht das. Nope.
doch mit Upside Down Half Slaps. Nope. Kacke. Das heißt für uns, dass ich gleich wieder mit zwei Glowstones da bin. So, und dann probieren wir es nochmal mit Glowstone. Den kann ich zum Glück nicht kaputt machen, denn ich habe noch eine Silk Touch Spitzhacke. Aber was sehen wir denn jetzt hier? Erstens setze ich hier nochmal, nehmen wir mal Erde. Kann ich da auch hinsetzen? Ne, da kann ich jetzt nicht hinsetzen. Also wir sehen da hinten einen, ja, Schlucht. Genauso wie hier. Da sehen wir unsere paar Versuche mit unserem Spawner. Hier unter uns geht noch ein Tunnel dahinter. Also wir werden auf alle Fälle den Spawner auschecken und probieren, was wir da so rausholen können. Und dann versuchen wir da hinten irgendwie hinzukommen und Melonen zu finden. Wir kommen dem Ganzen näher. Da irgendwie habe ich den Online-Spawner verloren. Aber den finden wir schon noch. Also entweder habe ich mich vorher bei dem Spawner verschaut oder ich bin einfach jetzt momentan total blind und blöd. Das gibt's denn nicht. Wo ist denn der hin? Nimmer da. Na gut, dann gehen wir halt zuerst auf... Ja, auf das Abandoned Mineshaft. So, ein neuer Versuch jetzt in der Gegend. Wow, wow, wow. Wow. Der hat mich ein bisschen zu weit gedrückt, glaube ich. Wo das Ganze sein müsste. Und wir sind auch schon hier. Wenn wir straight down runter beim Glaben, dann würden wir nicht reinkommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter links. Dann kommen wir hin. Sehen wir denn von hier oben schon irgendwo eine Kiste? Wow. Kiste, 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 Kiste. Nee. Sehe ich so noch nichts. Natürlich sind auch die Partikel super im Weg. Außer Creeper und sonstiges sehe ich noch gar nichts. Es sind echt verdammt viele Monster da unterwegs. Naja, jetzt sind hier die ganzen Creeper, gell, da wo ich mich eigentlich runtergraben will. Ja, gut, das probieren wir jetzt einfach mal. Ich gehe noch ein paar Blöcke nach links und dann versuchen wir da reinzukommen. So, dann probieren wir es jetzt einfach mal. Hier müssten wir ungefähr da rauskommen. Sicher bin ich mir allerdings nicht und vor allem bin ich mir auch nicht sicher, wie viele Monster da unten sind. Und wo ich mir auch nicht sicher bin, ob wir überhaupt eine Melone finden. Ich brauche nur einen einzigen Samen. Das wird ja wohl hoffentlich drin sein. Komm schon. Da sind wir. Ich hätte mir vielleicht mein gutes Schwert mitnehmen sollen. Fällt mir gerade auf. Fällt mir gerade so auf und fällt mir gerade so ein. Okay, hier oben sieht es soweit sicher aus. Das scheint wohl nichts Besonderes zu sein. Ich pack mal das Zeug hier weg. Dann leuchten wir hier noch ein bisschen aus. Genau. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie einen Weg nach unten finden. Da sehe ich schon mal einen Zombie. Zumbay, Zumbay, what the fuck is a Zumbay? Den können wir auch mal abbauen hier. So. Kann von der Seite schon mal keiner mehr kommen. Und von der Seite, die erledigen wir jetzt mal schnell. Oder auch nicht. Vielleicht erledigen sie auch sie. Vielleicht erledigen sie auch uns. Dann müssen wir halt mal ein bisschen rushen.
stoppt die Flut. So. Ich werde jetzt mit euch das hier kurz aufnehmen, allerdings werde ich das Ganze, glaube ich, so machen, dass wir hier einen kleinen Speed-Effekt haben. Und ja, ich melde mich, wenn ich dann quasi eine neue Kiste gefunden habe. Bis gleich. Haben wir gefunden, noch gar nicht mal allzu langer Zeit. Und Watermelon Seeds, kann es denn besser laufen, meine Damen und Herren? Jawohl. Ich würde erstmal sagen, wir hauen jetzt hier erstmal den ganzen Schrott weg. Ich gehe mal ein bisschen weg, falls da. Weg, weg, alle wichtigen, wertvollen Sachen erstmal weg hier. Hau weg die Scheiße, was nur geht. Dann natürlich das Zeug. Zack, 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 zack. Zack, zack. Also sind eh schon voll. Dann holen wir uns aber dafür nochmal eine Speed Potion, besser gesagt zwei. Und bauen den Schrott hier ab. Den genauso. Wunderbar. Dann kann es ja weitergehen. Ja, ihr habt gesehen, kleiner Fail, ich kann nicht auf den Spawner klicken, denn irgendwie ist noch die alte GUI-Datei da drin und irgendwie crasht da bei mir das Spiel immer. Es kann sein, dass wir jetzt gleich ein böses Problem bekommen. So ein Problem hätte ich gemeint, aber sie haben uns nicht mal ansatzweise töten können, wollen wir immer. Auf alle Fälle muss ich aufpassen, dass ich nicht auf den Spawner klicke. Aber wir haben einen Spawner gefunden. Yay! Und dafür ist ziemlich meine... Oh, ja. Das ist echt scheiße, dass man keine normale... Wir brauchen unbedingt als nächstes, müssen wir unbedingt eine Spitzhacke enchanten. Ja, ja, da hilft euch nichts. Yes, wir haben eine Schallplatte. Und wieder Gunpowder und Essen. Und wir sind schon wieder ziemlich voll, fällt mir gerade auf. Was nicht so gut ist. Kurz die Koordinaten. F3, F2, F3. Gut. So, wir können jetzt hier entweder noch weiterschauen, was wir aber hier nicht machen werden. Ich denke, da wir eh voll sind bis zum Rand, dann lehne ich dich doch einfach mal an die Wand. So oder so ähnlich. Ui, Block-Update. Nee, ich würde sagen, wir... Lassen es hier soweit, weil ich eh keine Fackel mehr habe. Das heißt, wir können ja eh nicht weitermachen. Und ich muss mich dann eh besser ausrüsten. Ich meine, ich habe mein gutes Schwert nicht dabei, das ist fast kaputt. Ich habe keine gescheite Spitzhacke, damit ich die Kohle wieder bekomme. Somit würde ich sagen, begeben wir uns einfach nach oben und schauen, dass wir mal hier ein bisschen was mit den Melonen machen können.
Ich würde einfach mal sagen, wir gehen. Wo gehen wir denn? Ist noch alles so dunkel. Gehen wir doch einfach da hinten, wo der Zombie-Spawner ist, nach oben. Das ist eine gute Idee vielleicht. Da kommt eh keiner rauf, genau. Notfalls setzen wir ganz einfach noch das dahin. Wunderbar. Ich grab mich hier hoch und dann sehen wir uns oben wieder. So, und da komme ich gerade hier hoch und natürlich ist es Nacht und ich habe ein bisschen Besuch von den ganzen Spinnen hier. Und ich hoffe aber, dass es dabei bleibt. Also ich Minecraft kenne nicht. Sind immer recht hinterhältig. Da kommen sie wieder daher. Drei Stück. Leck mich doch am Arsch. Noch eine, noch eine. Ja. Jetzt gibt's aber Gas hier. Ich habe Angst, dass da ein Creeper irgendwo ist. Wir gehen uns einfach mal ganz flugs hier raus und sehen, dass kein Creeper da ist. Oh, doch zwei. Dann schauen wir, ob wir uns da kurz... Ah, fuck. Drecks-Zombie. Kannst mich mal. Okay, mit dem Creeper wurde es nix. Das sind mir zu viele. Hallo. Ich habe leider mein gutes Schwert nicht dabei, sonst würde ich euch ownen. So, wo sind wir denn jetzt gerade eben rausgekommen? Den Eingang, wenn wir nicht mehr finden, wären wir nicht so toll. Aber da wir ja keine Dinge mehr dabei haben, keine Fackeln, ist das echt mega derbe Scheiße. Das heißt, wir machen uns hier kurz einen kleinen Erdtower, damit wir überhaupt mal wissen, wo wir überhaupt sind. Ah, da müssen wir hin. Und überall durch die ganzen Creeper. Nicht so toll, wir merken uns mal kurz die... Also die Koordinaten sind ungefähr wie der Spawner. Dann passt das schon. Ich denke, wir nehmen uns eine Speed Potion und dann gehen wir einfach über die Bäume. Hätte schon fast gefailt. Sprinte. Kackhaufen. So, sind wir eh schon durch. Da irgendwo sind wir, glaube ich, rein. Wo sind wir rein? Wo sind wir rein? Wo sind wir rein? Da sind wir rein. Genau. Und hinten wieder aus. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns kurz zu unserem... Oh, wieder F3 und dann A, glaube ich, oder? Ja, genau. Zu unserer Hütte hier. Und jetzt müssen wir Melonen züchten. Jetzt ist nur die Frage, wo machen wir das? Ich würde sagen, in der Nähe von unserem Braustandraum. Weil da brauchen wir sie auch eh am ehesten. Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Denn ich denke, die Folge dürfte so ganz okay sein von der Länge. Und beim nächsten Mal werden wir Melonen züchten, Instant Damage Potion machen. Wir werden uns eine neue Spitzhacke enchanten, denn mit einer Silk Touch kommt man einfach in der Höhle nicht wirklich voran. Leider. Dann brauchen wir... Ja. Hier ein bisschen was für unsere XP-Farm. Und dann sind wir eigentlich eh schon wieder so auf den Punkt angelangt, dass wir mal wieder caven gehen müssen. Aber das ist ja dann mit der Spitzhacke, die dann hoffentlich Unbreaking 3, Efficiency 4 oder sowas in der Richtung hat. Kein Problem. Ich verabschiede mich von euch für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Hungrebscreme sagt Servus. Ciao-sen. Da 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 da.